Hallöchen meine Freunde, weiter geht's bei Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir sind immer noch in Corinis und, ja. Ich laufe nochmal ganz kurz hier rüber zu Cardiff, weil ich möchte mal kurz mit ihm reden. Oder hier, halt hier in der Kneipe, ne? Gib mir was zu trinken. Ein Besen. Gib mir. Nee, das wollte ich gerade gar nicht. Das will ich. Ich brauche Informationen. Soll ich das hier nochmal durchgehen einfach? Wer zählt zu den einflussreichen Bürgern der Stadt? Hier unten am Hafen wirst du niemanden finden. Der einzige mächtige Mann hier ist Lema. Der Geldverleiher wird zwar nicht gerne gesehen, aber er hat Gold und andere einflussreiche Bürger haben Schulden bei ihm. Die Händler und Handwerker haben auch viel Einfluss. Zu viel für meinen Geschmack. Bei wem kann ich hier was lernen? Hier im Hafenviertel gibt's ein paar fähige Leute. Karl, der Schmied, ist ein kräftiger Bursche. Er kann dir bestimmt zeigen, wie du stärker wirst. Alrik versteht sich aufs Kämpfen. Und Laris ist ein geschickter Gauner. Er ist auch gelegentlich hier im Hafenviertel. Und wenn du verrückt genug bist, den alten Ignaz aufzusuchen, der kennt sich mit Almich-Tränken aus. Wo finde ich all diese Leute? Junge, bis ich dir das erklärt habe, hat der König den Krieg gegen die Orks gewonnen. Schau dich einfach im Hafenviertel um, dann wirst du sie schon finden. Und wenn du keine Ahnung hast, dann kauf dir doch eine Karte bei Brahim. Den findest du leicht. Er hat seine Hütte direkt neben meiner Kneipe. Dafür hätte ich eigentlich das Doppelte nehmen sollen. Wer hat alles Schulden bei Lema? Wenn du das wissen willst, wirfst du am besten mal einen Blick in sein Schuldenbuch. Dürfte nur ziemlich schwierig sein, da ranzukommen, ohne dass er es merkt. So viel wie ich weiß, trägt er es nämlich immer bei sich. So, hast du hier nichts mehr, oder? Genau, dann steht da nichts mehr. Okay. So, habe ich nochmal durchgerattert einfach. Okay. So, dann gucken wir einfach nochmal kurz hier bei den Quests. Ich wollte ja in der letzten Folge dann hier ein bisschen rumlaufen. Außerhalb von Corinis. Bei der Miliz will ich mich noch nicht anschließen. Ich möchte erst nochmal zur Diebesgilde. Zur Diebesgilde, da müssten wir doch eigentlich. Müssten wir jetzt Kontakt mit den Auftragsgebern. Kontakt mit denen aufnehmen. Oder sie nehmen Kontakt mit uns auf. Ich weiß aber bloß noch nicht ganz genau, wie und wann das geht. Darum laufen wir einfach mal in der Zeit hier noch lang. Der bringt mich ja nicht zum Kloster, gell? Nee. Bringt mich nicht irgendeine zum Kloster, das war ja plus Laris, der bringt mich dann darüber. Oder ich laufe mit dem dahin und der kann jetzt noch nicht laufen. Weil er erst noch die vermissten Leute nachprüfen muss. Das habe ich schon immer gesagt. Okay. Das habe ich schon immer gesagt. Hast du schon immer gesagt? Er sollte lieber den Mund halten. Mal kurz, ob die noch irgendwas Neues zu sagen haben, vielleicht. Ihr redet einfach. Schlimme Zeiten sind das. Ist da jemand drin eigentlich? Warte mal. Schlimme Zeiten sind das. Er erzählt alles weiter. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Psch. Mir wurde. Ah! Wo kommt der plötzlich her? Ich habe doch gerade geguckt, der hat mich noch nicht gesehen. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Hey du! Was schleichst du da rum? Man hat die mich jetzt gesehen? Hier ist die Truhe. Okay, links, rechts, links, links.
Links, rechts, rechts, links, rechts. Links, rechts, rechts, links. Ja. Hat aber nur 50 Gold dabei. So, nehmen wir alles mit. Aber 50 Gold ist ja immerhin schon was. So. Jetzt können wir rausrennen. Hops. Na bitte, geht doch. Achso, da stand wahrscheinlich die ganze Zeit vor der Tür. Kluges Kerlchen. Okay. Dann würde ich sagen, gucken wir uns hier einfach nochmal um. Hier beim Graben. Hier liegt ja noch einiges Zeug rum im Graben. Kommen wir jetzt hier hin? Was ist das denn? Irgendwas dazwischen. Das sind ein paar Feldräuber auf jeden Fall. Okay, es sind aber keine Jungen. Oh oh, ja, das sieht man, dass es keine Jungen sind. Oh, weil die noch ein bisschen hart sind. Gut, dann kommen wir eben später nochmal wieder. Ah, guck mal hier. Liegt ja noch ein bisschen was. Was ist ein Monster? Oh ja. Eine Riesenratte. Zwei. So, erste Geschichte. Zweite. Ups. Ich habe gerade gedacht, da liegt noch irgendwas. Da oben, wo die Riesenratten herkamen, aber doch nicht. Rostiger Schwert. So. Gut, dann gehen wir hier mal kurz wieder rein, würde ich sagen. Einfach nur ein kleiner Rundgang um den Graben. Ich glaube, da hinten ist auch noch was, aber da war ja noch ein bisschen härtere Monster, schwarze Goblins und so. Sag mir nicht, du hast darum würde ich sagen, gehen wir da erstmal noch nicht hin. Wo hast du das denn schon wieder? Und ich habe mir überlegt, wir könnten doch jetzt eigentlich einfach mal jetzt hier in Korinthis noch rumlaufen, vielleicht zu Onas Hof mal gehen oder mal beim Kloster vorbeigucken. So. So gehe ich einfach wieder durch die Stadt, hier durch die Tür. Guck mal hier, die Karte können wir gucken. Macht in seinem Reiche zu belassen, so. Auf dass er sie dem Menschen. Genau, da müssen wir bei Arkils Hof vorbei. Falls das Tier zurückkehren sollte. Bei Arkils Hof und vorbei und dann. Ja, ich glaube, das ganz rechts ist Onas Hof, das ist ja ganz groß.
So. Okay. Dann gucken wir mal. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Hätten wir natürlich noch gut Geld für eine gute Waffe. Das ist ja schrecklich. Ah, da bist du ja wieder. Ah. Zeig mir deine Ware. Wie viel kriege ich für die 100? Na gut. Oh Mann, ich will die Waffe für 500 Gold. Aber da fehlt uns noch ein bisschen was. So, laufen wir jetzt aber erstmal hier lang. Auf, ja. Zur Kneipe. Zu der großen Taverne, die da war. Oder da waren wir noch nicht, aber wo die gesagt haben, dass da eine ist. Was ist denn hier? Oh, das sind viele Sachen. Fleischschwanzen auch. Hallo? Kannst du mal... Guck mal, das geht mit den Füßen, oder? Wie ging das nochmal mit den Füßen? Eigentlich doch so, oder? Hä? Wenn ich hier drauf drücke, kann er doch nur die Füße... Hä? Oder war das anders? Keine Ahnung. So, machen wir es eben doch so. Ich höre jetzt hier mal noch ein großes Monster an, was da ist. Hallo. So, ist alles laufende Erfahrung hier. Ich glaube, es ist ein Wolf, oder? Oder ein Varan? Ich weiß gerade nicht. So, nehmen alles mit. Lederbeutel auch. Spruchrolle. Trank. Ist gerade voll die Grafikfehler hier. Seht ihr die auch? Ich lade mal kurz neu. Vielleicht geht es ja dann ein bisschen besser. Okay, das war ein Ork. Das war ein Ork-Hund, was so gebellt hat. Oder was heißt hier gebellt, was so Töne von sich gegeben hat. Ich weiß nicht, seht ihr die Grafikfehler hier gerade im Video? Bei mir flimmert das gerade ziemlich rum. Okay, dann kommen wir hier nochmal später wieder. Wissen ja, was uns jetzt hier erwartet. So, wir gehen aber hier den Weg weiter. Bei Alixhof vorbei. So. So, hier zur Taverne, genau, da wollen wir hin. Oh. Ein Wolf. Warte mal, wir machen das lieber so. Ja, ich glaube, das geht ein bisschen besser. Naja. Ist ein ausgewachsener Wolf. So gut sind wir jetzt auch noch nicht. Liegt hier noch was? Nee, ne? Nee. Mollrats sind auch hier. Okay. Haben wir geschafft, beide. So. Ich würde aber sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.